Guten Tag und herzlich willkommen zum Spiel Honduras gegen Ecuador im WM-Orakel. Heute am 21.06.2014 um 0 Uhr findet die Partie statt. Ich spiele mit Honduras. Mal sehen, was wir hier zerreißen können. Beide Mannschaften, Honduras und Ecuador, haben hier kein Pünktchen hier rausbekommen bis jetzt. Deswegen der Anstoß. Mal sehen, wer hier gewinnt. Wer hier Gas gibt. Wer hier, ja, einfach mal was gewinnt. So. Honduras spielt sich erstmal gemütlich den Ball zu. Und sucht noch die Lücke im Verteidigungssystem der Ecuadorianer. So. Einfach mal ein Distanzschuss direkt so am Anfang. Aber der Keeper hält direkt auf den Mann. Das ist klar. Den hält er sicher. So, Kopfballduell. Honduras kann es für sich entscheiden. Die beiden Mannschaften wollen ja auch weiter im Wettbewerb bleiben. Oh, kommt hier durch die Mitte nicht durch. Im Verteidiger stehen von Ecuador. So. Nächste Aktion hier für Honduras. Aber Ecuador stört hier schon im Mittelfeld. So, Honduras kann aber dasselbe. Ah. Er wollte einfach mal durchlaufen, konnte aber nicht. So, Ecuador kann hier gestoppt werden. So, Honduras schaltet wieder in den ersten Gang. Verliert aber gleich wieder den Ball. Ah, die Ecuadorianer sind natürlich gut gestellt hier. So, der Pass nach vorne war ein bisschen verkorkst. Er war aber auch massiv unter Bedrängnis. Durch das kann man natürlich so einen Pass nicht so spielen, wie man gerne hätte. So. Ecuador versucht es hier. Kommt aber hier nicht durch. Schön getrennt vom Ball. Ah, schafft es aber wieder nicht. Ah. Eine gute Aktion hier von Ecuador. Also ich war gerade ein bisschen sprachlos, wie sie mich hier ausgetanzt haben in der Abwehr. Die Leute von Ecuador, da versuchen sie es gleich nochmal. Und, oh, meilenweit vorbei am Tor. Das können sie so natürlich nicht gebrauchen. Aber eine schöne Aktion, schön herausgespielt. So, Honduras mit dem weiten Ball nach vorne. Und hier die Offensive starten, wird aber nichts. Ecuador steht da und hat hier sicher mal den Ball unter Kontrolle. Ecuador macht hier ziemlich Druck auf Honduras. Aber hier in der Mitte ist frei. So, nochmal Schuss. Oh, komm, ey. Direkt auf den Torwart geschossen. So. Über links der Versuch, Foulspiel, klar gezogen, gelbe Karte für Valencia, der heißt sogar Valencia, ist ja auch cool. Ja, klares Foul, gut entschieden. So, der hohe Ball hier in den 16er hinein. Torschussversuch, aber wieder auf den Keeper. Der geht natürlich nicht rein, ja, da ärgert er sich, der Spieler. Da hätte er mehr draus machen können. Oh, Ecuador mit einem weiten Ball hier, um den Flügel zu wechseln. So, aber Ecuador fightet. Fightet echt um jeden Ball. So, aber die Leute von Honduras geben natürlich genauso wenig auf. Und, oh, vorbei. Vorbei am Tor. Ah, schade. Schön gespielt, aber leider. Es wurde zwar abseits reklamiert, aber es war kein Abseits. Da bin ich mir fast sicher. Es ist aber, wäre aber abseits gewesen. Aber muss nicht mal reklamiert werden. Ah, da kommt der Ball wieder nicht rein.
So, Ecuador mit sehr harten Bandagen gerade. So, hier kommt die Flanke. Oh, für Honduras. Aber doch. Ja. Da kommen sie nicht ran mit dem Kopf. So, Ecuador jetzt mal über rechts. Können sie da besser bestehen? Nee. Sieht nicht so aus, aber die Fighten, die bleiben dran am Ball. Die haben sich da festgebissen am Leder. Die wollen hier einfach. So, Ecuador quer durch die Mitte. So, kann aber gestoppt werden. Ah. So, nochmal der Versuch nach vorne hier zu spielen. Aber die Abwehr steht. Die passt auf, dass hier nichts passiert. So, und kann natürlich solche Aktionen hier einleiten für Ecuador. So. Sie suchen die Lücke. Die wollen hier durch. Wollen das ersehnte Türchen schießen. So. Keeper sicher. Auf dem Platz. Ja, mit den weiten Bällen hat es Honduras nicht so. Da sind sie nicht kopfballstark genug. Die Leute von Honduras. Sie probieren es über rechts, über den rechten Flügel. Flanke kommt hier noch rein, Kopfball, Latte. Nachköpfer, da ist er drin. Costilli, 42. Minute, schießt Honduras ins Glück. Eine schöne Aktion. Wo ich nicht mal die Dinge bekomme, die Möglichkeit, dass ich mir die Wiederholung ansehe für dieses Türchen. Ich weiß nicht wieso, ich habe nicht gedrückt. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Ich wollte euch gern diese Aktion zeigen. War ein schönes Tor. Schön herausgespielt. Leider erst mit Pech, aber dann stand halt der richtige Mann zur richtigen Zeit, am richtigen Ort einfach. Und hat das Ding hier einnetzen können. So, Honduras jetzt mit noch mehr Schwung nach vorn aufs ecuadorianische Tor. So, damit zum Beispiel. Oh, da kommt er nicht klar auf den Ball. Hat ihn, aber Honduras hat ihn schon wieder. Oh, im 16er, knapp im 16er. Einfach mal abgezogen, aber da war der Ball weg. So, da pfeift der Schiri zur Halbzeit. 1:0 für Honduras zur Halbzeit. Vielleicht können wir ja die Möglichkeit hier sehen. Ah, hier ist der Torschussversuch, der erste. Nach ein paar Minuten der nächste, der ja auch mit viel Pech vorbeiging. So, wann kommt die Aktion? Jetzt kommen sie hier. Die Flanke, schöner Ball. Oh, Latte. Und dann da kommt der erhoffte Kopfball. So. Ich sag mal fortsetzen. Die Leute sehen noch gut aus. Da geht noch viel mit Honduras. Natürlich werde ich auch meine obligatorischen dreimal noch wechseln. Das heißt, ja, du hast mit kaputten Männern gespielt in der zweiten Hälfte und hast deswegen verloren. Nee, nee. Da passe ich schon auf. So, nächste Aktion von Honduras. Kann sich aber gegen den Verteidiger nicht durchsetzen. So, zurückgespielt hier von Ecuador. Sucht hier die Sicherheit des Torwarts, um die nächste Aktion einleiten zu können. Es wird aber nichts. So, Honduras über links. Bringt hier den Ball rein. Ah, zu hoch, zu weit gespielt. So, Ecuador. Durchs Mittelfeld. Ah, wurde aufgehalten. Ah! So, da ist er drin! Im 16er durchgesetzt! Nach einem Schuss. Beckson. 54. Minute. Honduras 2:0 vorn. Erster Distanzschuss. Kam nicht durch. Zweiter. Da ist er drin. Aus einer Distanz von ungefähr 11 Metern. Schätze ich jetzt mal. Grob über den Daumen gepeilt. So, Ecuador muss jetzt Gas geben. Aber Honduras jetzt beflügelt.
wie das ihnen jetzt alles gelingt. Ah, alles dann doch nicht. Da ist dann doch noch ein bisschen was dagegen. So. Oh, Honduras schon wieder. Ah, schafft sich ganz, hier durchzukommen. Sie haben mittlerweile die Affinität, dass sie es schaffen können oder dass sie mehr schaffen können. Foulspiel. Klares Ding, einfach dem Mann über den Haufen gelaufen. So, Ecuador führt hier schnell aus. Die wollen hier noch Gas geben. Aber dem wird fürs Erste nicht so. Aber da haben sie den Ball schon wieder. Muss ich natürlich auch dazu sagen. Ich will meine Sätze natürlich auch beenden. Und das kommt da ein bisschen Komik rein. Muss man sagen, wie dass ich zu spät dran wäre. Oh, schöner Versuch von Ecuador hier, was draus zu machen. So, Honduras. Wieder über links. Linker Flügel. Flanke kommt hier rein. Schuss. Oh, der Torkeeper von Ecuador hält fest die Möglichkeit. Das Fitzelchen an Möglichkeit, was sie noch haben. Oh, vorbei am Tor. So, das nehmen wir mal zum Anstoß. Wenn wir hier im Kader ein bisschen umdisponieren, wie zum Beispiel den linken Stürmer, der hier doch schon am Arsch ist. Ja, die müssen wir leider drin behalten. Wir haben keine Stürmeroptionen. So, dann machen wir halt rechtes defensives Mittelfeld. So, du kommst ins Offensive, dann haben wir noch linkes Mittelfeld. Haben wir da noch ein... Nö. Nö, haben wir nicht. Das Verteidiger sehen eigentlich noch gut aus. Mann, 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 Mann. Heieiei. So. Linksverteidiger. So. War schon Linksverteidiger? Nee, war ein Rechtsverteidiger. Ach, egal. Verteidiger ist Verteidiger. Wenn sie nicht anständige Leute hier mitnehmen können, dann hilft's nicht. So, hoffen wir, die Einwechslungen bringen wieder ein bisschen was für die Leute von Honduras, für die Mannschaft von Honduras. So, da hofft sich der Trainer natürlich auch viele, viele Tore noch. Oder ein, zwei noch, dass sie hier auf bisschen in grün 2 kommen und in Richtung Achtelfinale noch steuern können. So, mit einem Sieg heute könnten sie natürlich viel reißen. So. Honduras hier über links. Oh, da ist er drin! Ein schönes Tor! Bengtson zum 3-0. Sein zweites Tor. Setzt sich hier durch und aus der Luft heraus. Wolle genommen. 3-0 Honduras. So. Honduras ist es aber immer noch nicht leid, dass sie hier Tore schießen. Will hier noch mehr. So. Ja. Und du hast bekommt ja den Ball weg. Und kann sich so die nächste Möglichkeit schaffen. Oh, da wird der Raum eng gemacht. So, weiter Ball hier von Ecuador, dass er aus dem Gefahrenbereich heraus ist. So. Und du hast die klar stärkere Mannschaft hier. Und heute. Ah, der Ball war aber nicht so stark. Da kann man nichts machen. Den hat der Torwart natürlich sicher abgefangen. Der hier den Ball natürlich auch weit hier wieder ins Feld schlägt. Um vielleicht doch eine Möglichkeit für Ecuador hier einleiten zu können. So. Ecuador weiß nicht, was sie machen sollen. Ah! Hat er zu spät reagiert, dass hier der Ball liegen geblieben ist. Da war der Torwart zur Stelle. Da hat er aufgepasst. So, Ecuador. Was machen sie? Was schaffen sie? Sagen wir so. So.
Honduras aber lässt da nichts anbrennen. Na. No. So. Ecuador versucht es über rechts vielleicht auch nochmal in eine Schussmöglichkeit zu kommen für ein Türchen. So, Honduras aber auch defensiv stark. Ah, da kommen sie durch. Aber nicht zum Kopfball. Das ist natürlich schade. Ecuador will hier nochmal wechseln, so wie es aussieht. Die wollen hier neue Kräfte haben. So, zwei Stück sogar. Vielleicht bringt es ja die erhoffte Frischzellenkur für die letzten 4 Minuten dieses Spiels. Wenn Ecuador hier heute verliert und es sieht gefährlich danach aus, wird es schwer, dass sie hier wieder noch im Wettbewerb bleiben können. So. Aber es ist natürlich immer noch möglich. Alles ist drin. Au. Aber Honduras jetzt mit ein paar Fehlpässen einfach hinterher. Da werden sie ein bisschen unkonzentriert. Aber das Ding ist in trockenen Tüchern. Honduras gewinnt hier 3:0. So, damit blicken wir in die Tabelle der Gruppe E. So, die Schweizer sind mit 6 Punkten vorn. Gefolgt von Frankreich. Dann kommt Honduras nochmal mit 3 Pünktchen und Ecuador immer noch mit 0 Pünktchen hier. Also Frankreich und Honduras dürfen sich hier noch balgen ums Weiterkommen. Die könnten, glaube ich, das nächste Mal gegeneinander spielen, das weiß ich noch nicht. Nee, die haben schon gegeneinander gespielt. Also die müssen gegen die Schweizer ran und Frankreich gegen Ecuador. So, war ein schönes Spiel. Bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet morgen auch wieder ein. Und bis dahin, tschüss.